Und hier geht's gleich weiter. Spannend. Wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal hier in den Optionen an. Steuerung, Tastatur, Waffen. So. Schießen, alternatives Feuer. Nachladen, Sekundärwaffe C. Nahkampfangriff ist V, okay. Na, ob ich mir das merke. Benutzen, interagieren, Waffen, Inventar, Tabulator. Okay. Tabulator. Ich denke. Ja, okay. Die Messer. Die Messer sind ausgewählt. Und wie... Warte. Optionen. Optionen. Steuerung. Tastatur. Warte. Waffen. Alternatives Feuer. Sekundärwaffe. C. Verdammt. Maus 3. So. Dann haben wir das hier. Nahkampfangriff machen wir auf, ja, lassen wir auf V, okay. Dann warte, Nahkampfangriff machen wir mittlere Maustaste. Zurück, Bewegung, springen, sprinten, kriechen, Y. So. Wir haben hier einen Kandidaten irgendwo hier. Hier hinter. So, den werden wir hier mit. Na los, bleib stehen. Ich will nur einen sicheren Wurf. So. Den hätten wir ausgeschaltet. Wow. So. Dann hätten wir den hier auch. Was ist das? Was kann diese Waffe? Aha. Das ist dieselbe Bastardpistole. Na dann. Und ich hoffe, wir werden hier nicht entdeckt. Wir sind zurzeit unsichtbar. Sieht man an dem kleinen blauen Lämpchen. Bei unserer Armbanduhr. Die machen es uns zu leicht. Die Typen wollten Geld sparen und haben keine rückwärtige Wache angeheuert. Diese dummen Arschlöcher. Kyler hat sich ein paar geschnappt und der Rest ist in Panik geflohen. Wir hatten in einem Nebentunnel gewartet, um sie dann zu überfallen. Abgeschlachtet wie Schweine. Sprich nicht von Schweinen. Das macht mich nur hungrig. Wie ist die Beute? Eher mickrig. Nur 5 Waffen und ein paar Kugeln. Die Mistkerle haben hauptsächlich Klamotten und Pilze geliefert. Nur Schrott. Und wer war das da bei dir? Der Karawanenmeister. Der Boss will Lösegeld für ihn. Sein Gewicht in Kugeln oder so. Wow. Verdammt. Ich habe den Kerl gerade aufgeschlitzt. Darum ist er der Boss. Und du solltest immer aufpassen. Nun gut. Was zum Teufel? Die starten jetzt die Patrouille oder wie? Na toll. Ach du Scheiße, da ist ja noch einer. So, der ist jetzt auch tot. Was? Scheint so, als ob jemand... Hey. Gute Nacht. So. Alles schön mitnehmen. Er hat auch... Warte.
Moment, Moment. Nein, er hat dieselbe Schrott. So. Dann nehmen wir auch die Munition raus. So, machen wir das Licht aus. Können wir die Laterne hier ausmachen? Jo, wir können die Laterne ausmachen. Wir müssen ungesehen hier durch. Und bei Metro, zumindest bei Last Lights, das ist nämlich das einzige Metro, was ich kenne. Da habe ich mir nämlich das Let's Play vom Gronkh angesehen. Da ist es so, dass man sich auch manches Mal entscheiden kann, ob man die Leute tötet oder nicht. So, der sitzt jetzt alleine hier. Wenn er nichts hört, dreht er sich auch nicht um und er sieht uns auch nicht. So, jetzt noch du. So. Das dürften alle gewesen sein. Wir waren kurz davor, entdeckt zu werden. Anscheinend. Tot. Gerade noch. So. Wir stehen hier im Licht. Ah, das ist unser Freund Bourbon. So. Ich denke, wir haben's. Tot. Achtung. So, immer schön hinter ihm bleiben. Sehr schön. Unbemerkt. So. Licht aus. Das Licht ist unser größter Feind. So, eine Tür, die geschlossen war. Das ist ja mein Checkpoint. Die Brücke ist ein übler Ort, hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Okay. Aber bevor wir das tun, lesen wir hier natürlich den Eintrag. Verlorene Tunnels. Eintrag 1. Bourbon ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe. Aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt, und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau für einen normalen Schmuggler ist. Und seine Kenntnis der Situation, nicht nur in den umliegenden Stationen, sondern im gesamten Ring, ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verlassenen, sind ihm genauestens bekannt. Das Kämpfen liegt ihm im Blut, was bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte. Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler, da bin ich mir sicher. Ja, aber wenn er mehr ist, was ist er dann? Ist er vielleicht ein Spartaner? Kann das sein? Dass er ein Undercover-Spartaner ist? Der sich Hilfe gesucht hat bei jemandem, bei dem diese Anfälle ausbleiben? Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Nicht so schnell, Freund. Ich muss mich doch umsehen. So. Gasmaske?
Gasmaske, schnell! Ja. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheiße! Alter, was soll das? Alter, musst du das so provozieren? Hallo? Ich kann, wieso? Moment. Optionen. Steuerung. Maus. Tastatur. Waffen. Waffe 1. Schießen. Linke Maustaste. Wieso hat er die Belegung geändert? Oh. Hey! Alter, jetzt schieß doch endlich! Verdammt! Fuck, Alter! Wieso hat er die Tastenbelegung geändert? Scheißkerle! Warte, nachladen. Nachladen. Da ist nachgeladen. Okay. Nun gut. Natürlich. Ich habe nichts Besseres zu tun, als euch Scheißkerle hier abzuknallen. Kommt her! Na los! Komm her! Krepiere. Krepier doch. So. Die Frage ist... So, Optionen. Jetzt muss ich hier nochmal reinschauen. Steuerung. Tastatur. Gepäck. Gasmaske. Filter wechseln. Licht. Feuerzeug. Medipack. Nachtsicht. Zeit. Okay. Bewegung. Kriechen ein aus. Waffen. Nahkampfangriff. Das gibt's doch nicht, N? Ist Nachtsicht? Habe ich Nachtsicht eigentlich? Keine Ahnung, ob ich die hab. Ich will nicht gesehen werden. Geschafft. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Und das war jetzt eine solche Situation, in der man entscheiden kann, ob man jemanden angreift oder nicht. Wenn man es nicht tut, kriegt man gutes Karma. Und ganz ehrlich, so scharf bin ich auf harte Begegnungen nicht. Von wo? Ah. Hab ich nicht gerade nachgeladen? Geh weg. Verschwinde. Alter. So. Unten. Oh. Hier so. Ich habe soeben eine verbesserte Waffe gefunden. Das ist toll. Ich glaube, die hier hat Genauigkeit, wenn ich mich nicht täusche. Müsste genauer sein, wegen dem längeren Lauf. So. Freund. Freud Bourbon.
Hallo? Wo bist du? Bist du schon hier drin? Hier drin ist er. Tatsächlich. Oh. Tschüss! Aber Gott sei Dank waren wir schnell genug. Wow, das war eine Fahrt. Hätte ein bisschen spannender inszeniert werden können, aber für damalige Zeiten, ich meine, Metro 2033 kam ja irgendwann, weiß ich nicht. Oh, Moon. Sehr schön, eine verbesserte Schrotflinte. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, da. Was haben wir denn? Das können wir anlassen. Was haben wir denn hier? Sehr schön, eine Brandgranate. Toll. Immer schön alles absuchen. Oh. Wer sucht, der findet. Tatsächlich. Überall schön reinsehen. Hier ist nix. Ja, ist okay. Ist okay. Ein Einsturz. Mist. Und eine Treppe. Wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf. Gehen wir. Bourbon? Bist du gerade wirklich... was sind das für Geräusche, Bourbon? Warum? Hallo? 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 Fuck? Was zum Teufel? Okay. Okay. Fuck, ich spiele so gut wie nie zuvor. Wow, das war eine Fahrt. Ja, das war's, allerdings. So. Ich wechsle mal auf die Schrotflinte, weil die müssen wir sowieso gleich hergeben. So. Reload. So, dann nehmen wir hier wieder alles mit, weil jetzt wissen wir ja, dass es hier liegt. Moment, dann machen wir M. Hier ist nämlich auch irgendwo Spinnweben. So, gehen wir. Und eine Treppe. Wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf. Gehen wir. Na komm her. Na los. Alter! Hallo? Könnt ihr bitte irgendwie aggro auf den anderen Typen auch werden? Geht das? Reload? So. Ich sehe mich wieder mal zuerst hier um. Moment. Warte, einfach mal Blut und Wasser wegwischen hier. So. Schön ist es hier. Richtig schön. Bourbon, wo bist du? Bourbon? Hallo? Das ist schon ziemlich weit vorausgelaufen. Diese beschissenen Spinnweben hier, Alter.
So. Und was uns hier erwartet, das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play Metro 2033 Redux. Bis dahin, ciao!